Ja, Hallöchen, das sind wir wieder zurück, jetzt bei Minecraft Survival. Grüß euch! Wir haben geplant, wir brauchen unbedingt Eisen. Ja, ihr seht ja gerade, ich bin hier unterwegs. Das ganze Stück hat man in der letzten Folge aufgebaut. Und wir brauchen jetzt viel Eisen. Ich habe zwar jetzt noch einen Stack Eisen einstecken, aber da reicht ja hinten und vorne nicht. Genau. Ja, ich werde jetzt nochmal bis zum Schluss fahren. Ich werde hier in der Zwischenzeit ein bisschen Eisen strip mine. Genau. Ich gucke jetzt nochmal kurz, wo wir stehen geblieben sind. Hier hat man mal eine Zwischenhalt gehabt. Da ist nämlich noch ein Hebel. Oh ja, es geht ein ganzes Stück voran hier. Yeah, Eisensuche. Juhu. Schon eigentlich ziemlich abartig, dieser Tunnel mittlerweile. Ja. Wenn wir den schon später noch mal eine Breite rausziehen, um den zu verkleiden. Bauprojekt Megatunnels. Ich sehe schon das Ende, glaube ich. Nach so kurzer Zeit glaubst du ja selber nicht. Nee, ich meine hier das Ende von der Fahrt. Ach so. Ich muss mal hier. Ah, verdammt, Pickaxe enabled. Ach, ernsthaft, ich will mich jetzt in die Auslocken nochmal einloggen. Ja, wir umgehen. Hab da jetzt kein. Jetzt ist es disabled, alles klar. Delore. Ich kann eigentlich schon hier hinten anfangen. Du. Huch, hier habe ich mich doch tatsächlich immer total daneben gehauen. Du hast dich hier tatsächlich immer total daneben gehauen. Furchtbar. Der Order. Ein Deutsch. Geil, ich habe schon 8 Eisen eingesammelt. Ich habe wie gesagt noch 42 einstecken. Also doch den ganzen Stack. Geht voran. Vielleicht könnten wir uns mal über eine Eisenfarm Gedanken machen. Hm. Das Problem ist wie? Ich habe keine Ahnung. Kann man sowas noch machen? Ging das überhaupt mal? Muss ich jetzt mal so blöd fragen. Das ging. Wie hat man das gemacht? Das. Ich habe mal davon gelesen, aber ich habe mich schon eine Weile damit beschäftigt. Oh, diese Mythen. Was droppt denn alles Eisen? Ja, Erz. Gab's noch was Eisen produziert? Eigentlich ne. Produziert denn nur das Eisen? Ne, was droppt Eisen? Das ist ja die Frage. Eisengolems droppen Eisen. Und wie macht man einen Eisengolem? Aus Eisen. Ja, siehst du. Also ich glaube, bevor du hier eine Dings da baust oder erfinden kannst, hast du eher eine Maschine erfunden, die durchgehend Strom produziert, ohne dass sie jemals einen Antrieb hatte. Ich komme gerade nicht auf den Fachbegriff dafür. Gab's nicht eine Eisengolem-Farm oder irgendwas in die Richtung? Wie dachte die damals funktionieren? Sind damals Eisengolems noch normal gedroppt? Nee, die musstest du auch erschaffen. Wie hing das doch zusammen? Wenn ich mich nicht täusche. Ich mich vielleicht vorher mal kundig machen sollen. Super vorbereitet wieder. Einwandfrei. Ja, diesmal bin's nicht ich. Alles gut. Nee, das ist mir halt gerade so eingefallen. Ich dachte, na gut. Könnte man ja mal, ne? Aber es wird wohl an der Umsetzung scheitern. Aber war vom Teufel dratscht. Kommt angelatscht. Hier ist Eisen.
Zack. Und 1, 2, 3. Jetzt müssen wir hier wieder rein. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter kommen wir hin. Hier ist Eisen. Nee, Stein. Kann man Minen. Ich weiß gar nicht, kann man. Wir könnten nur versuchen, eine Mine zu finden und dort die Schienen abzubauen. Das geht vielleicht auch noch. Das wäre mir eigentlich fast schon lieber. Aber dafür müsstest du mal auf die Karte gucken. Da müsste ich mal auf die Karte gucken. Hä? Das ist doch wie Cheaten. Quatsch. Wir haben halt einfach nur eine alte Karte gefunden, wo alles schon eingezeichnet ist. Alter, jetzt ist schon versucht, alles schön zu reden. Wieso? Ist doch kein Schönreden. Das ist eine plausible Erklärung. Plausible Erklärung? Aber ich guck gleich. Wäre eine Idee, wo ich noch sagen könnte, da kriegst du noch schnell ein paar Schienen zusammen. Hm. Sehe aber auch laut meiner großen Karte. Wie konnte ich denn diese Mini-Karte groß machen? Verdammte Kacke. Geht doch irgendwie X? Nö. Z? Nö. Ah ja, Z. Aber auf dieser Mini-Karte hast du doch nicht die unterirdische Karte mit. Doch. Die Röntgen-Karte hast du? Mhm. Was bist denn du für ein Cheater? Das ist ja richtig entschieden. Das war hier zufällig schon drauf. Warte mal, was war das? X? Wie schaltest du das um? Ich hab mal einen Tunnelblick. Hier ist alles blau. Was? Wie schaltest du was um? Hm? Radar. Z. Groß, klein, original. Hilden, sag mal so, ich hab alles ausgeschalten. Das Einzige, was halt an ist, ist die Höhlenkarte. So, ja, ne, die Höhlenkarte, ja, die habe ich jetzt auch gerade wieder angemacht. Und das Einzige, was noch an ist, ist Spieler. Moment, da ist doch. Weil das fand ich eigentlich bisher ganz praktisch. Zumindest auf dem Server ist das recht praktisch. Ich habe ja. Ich habe das immer an wegen Bauen, weißt du? Weil du dann doch viel hast. Also hier in der Umgebung ist schon mal nichts dabei, Alter. Das sind alles nur Tunnel, aber keine wirkliche. Naja, du musst nach dunklen Dingen suchen oder so. Das muss dunkel sein. Alles, was hier so hell ist in der Umgebung, das ist erleuchtet. Außerdem musst du deine Höhenlage ändern. Das heißt? Kann sein, dass du es nicht siehst. Ja, du siehst immer nur einen Ausschnitt. Ein Ausschnitt von 5 oder 10 Blöcken oder so. Auf der Höhe, wo du dich gerade befindest. Ja. Oder tiefer. Eher tiefer. Und da kann es sein. Ich entdecke nichts. Keine Ansätze. Nee, halt nur die Spannerräume. Das war so ich, was wir mal gefunden haben. Hat man hier irgendwo eine Höhle in der Nähe? Ich weiß nicht, am Anfang. Ganz am Anfang haben wir eine Höhle. Aber halt ganz keine Mine. Wo die Treppe ist, da hatte ich doch zugebaut. Hm. Eine Höhle. Damit die Viecher nicht reinkommen. Wir brauchen ja eine Mine. Hm. Mine. War hier wirklich nichts. Moment, was ich noch machen kann. Mini-Karteneinstellungen zoomen. Gehen wir auch noch wieder raus. Einstellung 1 und laufen mal den Gang ab. Ob da auf der untersten Ebene da was dabei ist, wage ich zu bezweifeln. Redstone brauchen wir keins mehr. Haufen Lavaseen, Alter. Ja, die gibt's hier einige. So. Hier kann man raus, das heißt, ich kann hier mal die Höhenlage ändern. Ich finde nur da noch ein bisschen was. Da geht's auf. Das ist mal weg.
Plötzlich so dunkel hier mit Schäler. Meine Fresse. Ja, ne? Ungewohnt für dich. Richtig. Aber es macht definitiv mehr Spaß. Ja, es macht Laune, muss man sagen. Also es sieht um Ecken besser aus mit Schäler. Kann ich auch echt nur jedem empfehlen. Der die Möglichkeit dafür hat. Richtig. Hier nichts. Man muss doch irgendwo. Ich grab jetzt erstmal hier. Ich schäle weit durch. Hier mal Eisen, das kann ich frisch so mitbringen. 1, 2, 3 Pfeile sind zack. 1, 2, 3. Das. Okay, das ist da. Aber das hinten könnte eine Mine irgendwie sein, so ein Anfang davon. Hier ist Lava. Fick dich. Ich schau bloß eine Spinne hier irgendwo. Hinter dem Tunnel. Oh, scheiße. Fackeln alle. Ich hab zum Glück noch genug mitgenommen. Toll. Hoffentlich kommt jetzt hier nichts. Ich hab eine Mastikis dabei. Oh, ich dachte, du hast dich vorbereitet. Naja, eigentlich schon, also. Eigentlich. Verdammt. Kohle hab ich, das braucht nur noch Stickies. Ich hab meine oben gelassen. Ich bin auch am anderen Ende des Tunnels. Also der Bahngleise. Warum hat denn der jetzt die Zoom-Stufe verändert? Nee, ich sehe ja nichts. Aber wir werden wohl ein bisschen farmen. Ich habe jetzt keine Lust, auf die große Karte zu gucken. Aber auf die solltest du gucken. Weiß schon. So, map. Meta. De. Ah, genau, es ist, wenn man mit Karte und Internet und Kommas arbeitet statt Punkten. Was? Not found? Hä? Klar geht's, sie lügt mich nie an. Das ist meine eigene Seite. Zu Survival, so. Ah, hier auch Survival. So, wir sind. Ach du Scheiße. Warten. Alter, holla, die Waldfee. Also, wenn ich jetzt noch 5 Tage hier weitergrab, komme ich irgendwann mal zu der Ehenmine. Vorne bei uns in der Nähe nichts. Ist, wir haben ja eine Stelle runtergekramt, wo überhaupt gar nichts ist, habe ich das Gefühl. Nee, nichts. Nothing. Tja, dann werden wir doch ein bisschen Strip meinen, hä? Nee, es ist was in der Nähe, aber. Aber? Ich weiß jetzt nicht, ob sich das lohnt. Ah, scheiße, Richtung Pilzkuhinsel zu graben, das würde sich auch lohnen. So, warte mal, ich gucke jetzt mal kurz nach, ob es hier irgendwo... Da kriegen wir aber kein Eisen, wir brauchen ja Eisen und wir haben ja nur... Ja, spitzhackentechnisch. Erfordert ja auch Eisen. Aber das sieht aus wie eine Mine. Das ist eine. Was? Hast du eine gefunden? Dir mal... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo das ist. Beim Tunnel, wo wir sind, minus 659. Minus 6, Quatsch. Ach, ich kann es offen lassen. 956. Nichts hier vorne in Eingangnähe? Gar nichts, ha? Warte.
Was habe ich gesagt? 956. 955. Dort, wo ich gerade bin oder so? Eingangs, nee, jetzt muss ich erst mal gucken, wo du bist. Das sieht man halt so schwer, weil alles voller Bäume ist. Ich bin beim 300 und 400. Nee, das sind alles nur Tunnel. Tunnel. Von da aus müssten wir auch ein ganzes Stück Richtung, Richtung Süd graben. Wir haben doch hier auch schon Gänge angelegt. Ja, war so, als wenn wir schon mal was Ähnliches waren. Wir hatten nur Tunnel angeschaut. Tunnel und Schluchten. Wir müssten von dem Punkt, wo du bist, ziemlich weit nach Süden. Richtung 300 und 700. Und da ist eine Minenanlage. Boah, hinten hat einer Diamanten vergessen, Alter. Ah, das ach, ist... Die ach, sind die wollten wir liegen lassen. Da wollte ich jemanden hier eine Freude bereiten, dass er auch mal ein Glücksgefühl hat, dass er was findet. Es sind keine Diamanten, oder? Ja, es sind Diamanten. Stimmt, die wollten wir hier lassen für eine Glücksspitzhacke. Mhm. Scheiße, ich nehme die jetzt mit, wirklich. So, jetzt habe ich hier verpeilt, wo... Ach, da oben ist der Gang. Ja, das ist alles ziemlich weit südlich vom Gang entfernt. Da müssen wir noch ganz schön ein Stück graben. Deshalb, ich versuche jetzt nochmal in die was Position südlich zu gehen. Was, 300 und 700? Wir haben doch hier schon einen langen Gang angelegt. Das heißt, wir müssen jetzt noch 200 in die Richtung graben. Wir haben doch mal lange Gänge angelegt, vom Eingang aus. Ganz schön Sinn. Oh Gott. Ja, ja. Die gehen das da sehe ich halt auf der Karte, ne? Die gehen an der Seite rein. Diese drei, das sind die ähnlichen zwei langen Gänge. Ja, ich weiß schon, aber ich bin ja jetzt auch nicht bei dir. Was hast du? 300 und 700? 700 ungefähr, da müsstest du irgendwo auf eine Mine stoßen. Höhe weißt du nicht, ne? Nee. Relativ in der Mitte? Das wird es schon sein, das ist hellblau. Unser Gang ist dunkelblau. Gut, dann grabe ich jetzt mal weiter. Scheiße, ich brauche aber Fackeln. Verdammte Kacke. Ich muss erst Fackeln besorgen. Ja, kannst du ja machen. Wie gesagt, ich gehe an die Position, die ich jetzt auf der Karte mir rausgesucht habe. Das wäre nicht hier, da muss ich noch ein Stück. Ja, nee, wir haben doch die langen Gänge hier an der Seite. Ich ja, stimmt, wo wir schon angefangen haben. Ich markiere die mal. Mit was markiere ich die mal? Ich rahme die mal ein. Mit Cobblestone. So, mach da mal wie eine Tür draus. So, was habe ich gesagt? 950. Yes. 930. Yes. 950. So. Ich sollte auch mal was essen. Habe ich was zu essen? Oh, ich habe sogar Brot habe ich dabei, aber auch was Rohes. Das ist nicht gut. Rohes Fleisch. Rohes Fleisch. So. Das ist auch schon Kiel. 24 Eisen eingesammelt auch. Wie viel hab ich denn? Ich hab... Schau die gleich mal oben in den Ofen. Nothing. Minus 700, dann sind wir doch fast da. Hier in der Gegend muss es sein. Also die müssen wir erkunden. Und ich muss höher. Gibt's hier noch einen... Haben wir hier irgendwo einen Zugang? Ich muss hier unbedingt ein Minenlager anlegen, Alter. Die Kiste ist fast brechend voll. Die ist brechend voll. Können wir jetzt aber gerade egal sein. Nichts machen. Ich muss ja gucken, wo ich hin muss. So, minus 930. Ich fass mal das Redstone zusammen, ne? Ja, ja. Damit das nicht ein bisschen, damit das ein bisschen weniger Platz einnimmt. So, also an dem Punkt, ich gucke jetzt mal ganz genau. 654. 954, Entschuldigung. 55, 54 und wir müssen Richtung 444. Und da graben wir uns jetzt hier eine Treppe aufwärts. Puffsch Blöcke, Alter. Und ein 16er Stack Redstone. Irre. So, Fackeln kommen sofort.
So, jetzt habe ich ja schon mal die Höhle gefunden. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier nicht kaputt. Gut. Oh, hier geht's sogar tief runter. Verfluchter Scheiß. Dann machen wir uns Wasser. Mal hier ist Wasser. Begeben. Jetzt bauen wir mal den Gang hier noch aus, die Treppe. Oh, ist das geil. Man kann wieder rennen und hüpfen, ohne dass man so viel Ausdauer verliert. Du bist erstmal einer. Ja. Ich sag nur The Woods. Ja, ja. Ich weiß ja, ich hab's ja letztens erst wieder gespielt. Sehr schönes Spiel, Leute, kann ich euch nur empfehlen. Live in the Hoods. Ah ne, Live in the Hoods. Ist sehr ressourcenlastig, das kann ich euch schon mal versprechen, also. Ja, so, es ist halt komplettes Mod-Paket. So easy, easy Rechner werden das nicht packen, also das könnt ihr euch definitiv abhaken. Schon, da musst du aber vieles in der Mod aus, in dem Mod-Paket ausschalten. Ja, denn ich meine, ich sag mal so, also so wie es ist, funktioniert's ja. Und ich hab's ja gestartet, einfach nur gestartet, installiert und gestartet, nichts weiter gemacht. Mhm. Und mit dem alten Zeug keine Chance gehabt. Aber jetzt hier so mit dem, den neuen Einstellungen hier, perfekt. Und selbst da habe ich noch Ruckeln, Alter. Ne? Immer noch. Ja, ja. Was denkst du, wenn du in die falschen Biome kommst, Alter, kriegst selbst da hast du noch einen Ruckel drin. Böse. Das ist richtig böse. Da weißt du ja, was der frisst, ne? Aber das liegt dann, glaube ich, an den Paketen selber. Das hat dann, also ich habe geguckt, das hat dann nichts mehr mit der Auslastung zu tun, das hat dann schon, vielleicht mit der Geschwindigkeit zu tun oder so, mit irgendwas. Hm. Rechengeschwindigkeit, dass er irgendwas nicht schafft. Oder es liegt an diesen Mod-Paketen selber. Ich glaube, es war von allem ein bisschen was, dachte ich mal. Kommst du hier? Überall Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Aber da bin ich noch am Ergründen, warum das da so manchmal die Framerate dann ein bisschen abhaut. In diesen großen Nadelwäldern ist mir das oft passiert, wenn du da in der Nähe bist. Ja. Dann hast du dann mal streckenweise auch Dinge drin, so, wenn du da die ganze Zeit so am einen und denselben Ort rummuddelst, ne? Farmen und so weiter und so fort, ne? Dann hast du dann Frameraten von 120, wo du sonst normal 50 hast. Und dann hast du, wenn du dann anfängst und erkunden gehst oder so und du hast irgendwie so komisches Biom in der Nähe, dann hast du dann Frameraten von 20. Es geht manchmal, es ist so hoch und runter. Versuche ich noch ein Bild, das zu optimieren, aber ich bin da noch nicht wirklich weit. Ja. Ach, dann sehen, ob du richtig. 300 hast du gesagt, ne? 300 und 700. Ja, ja. Ich kann auch gerade schlecht gucken, davon abgesehen. Ah, ja, ich gehe in die verkehrte Richtung. Ich glaube, ich bin in der Nähe von der Mine. Ich grab definitiv schon mal südlich. Hast du ja gesagt, weit südlich. Chip chip! Das ist so geil. Ja, das ist bei mir. Ja, ja. So, jetzt gehen wir uns mal fix hier die Höhle erkunden. Ich habe aber an jedem Baum hier so ein Vogelnest auch. Hier so ein Vogelhaus haben die ja dann gebappt an jedem Baum. Wo übelst was los, Fries? Das glaube ich. Oh, ich habe noch. Oh, ich habe noch ein Stack Fackeln, einmal frei. Aber hey, es ist besser wie Straßenlärm. So, hier haben wir Eisen. Eisen, 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 hier ist überall genug Eisen. Ich will jetzt aber kein Eisen mitnehmen, ich will in die Mine. Meine Spitzhacken sind fast alle. So, ich bin bei 600. Ich höre Spinnen. Das ist ein gutes Zeichen ist.
Ach ja. Bisschen Eisen wäre zwischendrin mal toll. Also ich habe schon einiges gefunden, muss ich sagen. Ich bin angekommen. Und da kommt auch schon der Feind. Kaum eine Mine und schon ist der Feind da. Hast du eine Mine gefunden, oder was? Ja, ja, bei mir. Ich suche auch mal noch. Ich gebe es manchmal gerade mal ungefähr zu dem Punkt, wo du gesagt hast. Mhm. Weil da hätten wir dann gleich zwei zum Erkunden. Das passt, denke ich, ganz gut. Alter Schwede. Und so, überall ist ja Wasser, aber hier sind keine Schienen. Ich grabe jetzt mal ein bisschen nach oben. Ich werde mal auf Höhe 30 graben. Weil die werden nicht auf Ebene 12 kommen. Die werden eher so ein bisschen in der Mitte sein, hoffe ich mal. Komm. Komm. Nein. Fackeln. Die ersten sind alle. Zum Schluss noch ihr Stack. Oben sind noch zum Glück genug. Ja, ja. Diggies. Aber wenn du eine Mine gefunden hast, ist doch easy. Ist doch kein Problem. So. Hast du doch genug Holz rumfliegen. Der ersten 11 Schienen sind eingesammelt. Hier haben wir Kohle. Ich hoffe, hier habe ich jetzt keine Überraschung. So, Jungs. Wo ist die Mine? Rückt die Scheiße raus, alle. So, was haben wir hier? Hier geht's auch noch weiter. Immer in die Richtung und hier ist Sensor. Wo kommt denn das Wasser hier her? Von hier. Auf den Lapis? Das ist schnell. So, jetzt muss ich noch kotzen, wenn das hier so schnell geht. Gut, wenn hier kommen wir, dann machen wir die Klammer in die andere Richtung ran. Zack. Zack. Und zack. Oh, erste Ebene 20, ey, fick dich. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin Ebene 34. Gut, ich hätte auch noch ein ganzes Stück nach vorne, so ist es, ne? Ebene 34, ja, ich werde auch mal so auf Ebene 30 hochgehen. Wissen ja, wie tiefe Minen meistens angelegt sind. Aber so im Bereich von 30 und 20 oder so. Ja, irgendwie so dazwischen. Was haben wir hier unten drunter? Ich wollte nicht mehr ganz runter springen. Ich wollte erst mal gucken. Danke. Aber ich weiß jetzt nie, ob ich hier bloß so eine kleine Furzmine gefunden habe. So eine kleine Kackbubselmine. Glaube ich nicht. Minen sind meistens ziemlich groß. Ein Höhlensystem, ja wunderbar. Mit Wasser. Na, Wasser ist irgendwie hier gang und gäbe, habe ich das Gefühl. Wir sind, glaube ich, auch noch im Ozean. Ja. Zumindest glaube ich das. Ich glaube, du, eher du. Ich glaube, ich weniger. Ich durfte schon wieder drunter sein, ja. Eisen, das immer natürlich mit. Wenn sich das so anbietet. Schon fast ekelhaft, wie sich das hier so anbietet, das, dieses Eisen. Hä? Hey, hier war ich doch gerade schon. Das ist wirklich nur so eine kleine Pupselmine hier. Ich sehe die Anfänge. Jawoll, ja. Aber wir werden uns da straight durchgraben. Sonst. Ich weiß jetzt schon immer mehr, wo ich hier rein bin. Ich glaube hier irgendwo.
Ich finde meinen eigenen gegrabenen Schacht nicht mehr. Ich bin... Hallo, Mr. Creeper. Direkt im Ozean rausgekommen. Oh, sieht das geil aus. Sieht das geil aus. Oh, da tut doch mal Luft drin. Danke. Und hier haben wir auch Eisen. Was wir auch machen könnten, um mehr Eisen zu farmen, ist Höhlen zu erkunden. Höhlensystem. Oh nee, bis hoch schaffe ich es, ne? Es ist viel zu weit nach oben. So, und jetzt brauche ich Kohle. Luft. Oh. Ja, ich mach hier mal zu. Gibt's hier nicht ein bisschen Kohle? Kohle haben wir hier. Ich brauch Kohle. Aber oh, das kann's doch nicht alles gewesen sein. So 11 Schienen und das ist die ganze Mine hier. Brauch Kohle, das gibt's doch nicht. Gibt's keine Kohle? Eisen, Gold, interessiert mich alles nicht. Brauch Kohle. Brauch Fackeln. Jungs. Oh, schon eine Fackel, ja. Ich hab hier einen Haufen Kohle. Toll. Ich hab ja nicht ein Stück Kohle. Ah. Ehrlich. Schon wieder 12 Eisen eingesammelt hier auf dem Weg. Ach, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt erstmal kurz die Pause. Was? Schon ja. Wieder? Bis gleich. Tschüss. Ciao.